Ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen aus Hiroshima. Guten Morgen. Immer noch mit Sandra hier am Bloggen. Und die Frage kommt von Ehrenfried. Ehrenfried will wissen, in der deutschen Teichwirtschaft für Karpfen und Fischzucht wird zur Regulierung von Krankheiten Weiher, Aufbereitung oder Parasitenbekämpfung Löschkalk angewandt. Ob zur Desinfektion oder Wasseraufbereitung, wie ist das in Japan oder an Koi-Teichen speziell? Gruß, Ehrenfried. So, wir haben ja hier das Produkt Perlka, ist ein deutsches Produkt, ich glaube von Bayer. Mhm. Und das wird im Nachgang an jede IKEA-Ge großflächig eingetragen. Ja. Und das ist ja ein Produkt, was den Löschkalk eigentlich ersetzt. Genau. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Wird heute in der deutschen Karpfenteichwirtschaft auch schon mit dem Produkt gearbeitet? Ja, oder schon seit Urzeiten, deshalb ist es ein deutsches Produkt. Ne? Okay. Also das ist in der Karpfenteichwirtschaft. Also die arbeiten auch nicht mehr mit dem Löschkalk heute? Das kommt immer darauf an, welche Zwecke man sozusagen verfolgt. Ne? Wenn es jetzt um irgendeine Desinfektion nach einer Seuche geht, dann wird Brandkalk verwendet, weil der eben ist effektiver, ne? Sehr, sehr viel aggressiver ist gegen Krankheitserreger. Wenn es aber nur um die Mineralisierung vom Boden geht, dann wird eben Perlka verwendet. Genau. Okay. Und das wird, glaube ich, nicht nur in der Fischzucht verwendet, das ist ein allgemeines Agrarprodukt. Das ist ein Agrarprodukt, mhm. Genau. Das auf Feldern genau. Genauso angewandt wird. Ich gehe davon aus, das ist jetzt so mein Gebiet, aber wahrscheinlich ja. Und so wie ich es mal verstanden habe, wird da dem Boden auch Ammonium zugeführt, dass im Prinzip die Bakterien weiterleben, dass die über den Winter ein bisschen Nährstoffe auch haben. Ja, ganz allgemein, der Boden braucht ja Kohlenstoff, Stickstoff genau. Und Phosphat. Mhm. Und solche Quellen werden eben dann praktisch nach der Ernte dann auch wieder dem Boden zugefügt, dass es dann im nächsten Jahr weitergeht. Okay, also. Ehrenfried, du siehst, ne, wie war's? Doch Ehrenfried. Ehrenfried. Den Namen kennen wir. Den kennen wir zu gut. Ich war gerade komplett irritiert. Du siehst, es wird hier genauso gearbeitet und ohne das geht es auch nicht. Man kann die Teiche nicht undesinfiziert lassen oder unbehandelt lassen. Und zum Glück ist es so, dass wir Krankheiten, so wie Sandra jetzt gesagt hat, mit Brandkalk nicht behandeln müssen, weil die im Naturteich eigentlich nie vorkommen, kenne ich zumindest nicht. Und von daher reicht bei uns die Aufbereitung des Bodens mit dem Produkt Perlka. Kann man auch mal nachschlagen, gibt es eine Internetseite dazu, wo die ganze Funktion gezeigt wird, wie das arbeitet. Ist interessant für den es interessiert. Also, vielen Dank für die Frage und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.